Greifswald TV. Besser lokal informiert. Fast 53.000 Besucher sahen die für Helmut Maletzke so typischen einmal einen Meter großen Ölbilder. Ausgestellt wurden sie unter anderem in der Akademie der Künste sowie in der Nationalbibliothek in Minsk. Maletzke hat mittlerweile um die 800 Werke geschaffen. Zu entscheiden, welche er auf die Reise schickt, war keine leichte Aufgabe. Das ist ein Problem, das mich sehr beschäftigt hat. Wenn die Ausstellung hängt, nimmt man es für selbstverständlich. Aber was schickt man hin? Ich kannte ja ungefähr auch die Gegend, bin auch vorher schon in Weißrussland, Ukraine und so weiter gewesen. Man versucht sich dann so ein bisschen einzustellen auf die Mentalität dort, auf das Kunstverständnis der Leute, soweit man das schon von den Reisen mitbekommen hat. Ich habe gedacht, ich zeige möglichst vielseitig das etwas, habe aber ausgeklammert bei dieser Wahl, damit es auch noch ein einheitlicher Eindruck bleibt, habe ich ausgeklammert die abstrakten Sachen, modernen Dinge, die ich hatte. Er entschied sich für 21 Ölbilder, die, wie er sagt, vom Gegenständlichen her für jeden erkennbar sind. Die Interpretation der Darstellungen steht jedoch jedem frei. Die Werke sollen zum Nachdenken anregen. Einige beschäftigen sich mit ernsten Themen wie Krieg und Elend. Aber auch verspielte Fantasieszenen, zeitkritische Themen und Reiseerinnerungen finden sich unter den in Weißrussland ausgestellten Werken. Der große Geiger zum Beispiel entstand 1997 nach einer Reise durch Sibirien. Nach der Rückkehr, da fragt man sich, was ist denn eigentlich so hängen geblieben, was hat den größten Eindruck gemacht? Und da schwebte mir so vor, diese weite Landschaft mit einigen Seen und überschwemmten Feldern und so weiter und diesen vielen Wäldern und ein kümmerlicher Baum, bei dem die ersten Blüten des Frühlings zu sehen waren. So hatte ich es einmal erlebt. Nun ja, das hätte man so malen können, wie ich es da gesehen habe, aber ich hatte keine Skizze gemacht, das war bloß in Erinnerung. Und ich mache dann immer gerne so, wie das im Gefühl und in den Gedanken hängen geblieben ist, versuche ich das zu gestalten und zu einem Bild zu machen. Und da habe ich erfunden, diesen großen Geiger, das Bild hat sogar nachher das Thema bekommen, der da so im Hintergrund so geheimnisvoll aus der Landschaft herausragt. Es ist also in Wahrheit ein ziemlich romantisches und allegorisches und gefühlsmäßiges Bild. Also, dass ich etwas sagen könnte, es ist eine Abbildung von Sibirien, das trifft nicht zu, es ist mein Erlebnis, mein Gefühl. Hier oben fliegen noch demgemäß welche Engel. Also das Ganze soll diese Stimmung bringen nach einem langen, langen sibirischen Winter. Nun ist alles weggetaut und der Frühling kommt. Seit Mittwochabend sind Maletzkes weitgereiste Bilder, so auch der Titel der Ausstellung, wieder in der Heimat zu sehen. Begrüßt wurden die Besucher der Ausstellungseröffnung im Pommernhus mit einem kurzen Film. Er zeigt die Ankunft des Künstlers in Weißrussland und das große mediale Interesse an der dortigen Vernissage. Helmut Maletzke präsentiert in seiner Ausstellung zusätzlich zu den heimgekehrten Bildern einige seiner neuesten Werke. Darunter ein Triptychon, ein dreiteiliges Bild, in dem sich Maletzke mit den Geschehnissen rund um seinen 90. Geburtstag auseinandersetzt. Aber auch filigrane Zeichnungen fügen sich in die Ausstellung ein. Eine Kombination, die auf positive Resonanz stieß. Ich bin immer erstaunt, dass ein alteingesessener Maler, sage ich jetzt mal so, dass sozusagen der Nestor der Greifswalder Malszene dann immer wieder was Neues bringt. Fantasievolle Bilder, da sind da jetzt surrealistische Einflüsse mit dabei, gegenständlich fantasievoll variiert, wo man ja eigentlich immer denkt, ach nein, älterer Maler, der konserviert seine Kunst jetzt und lässt es eben halt so auslaufen. Und das ist immer was Neues, wenn er eine neue Ausstellung macht mit neuen Bildern dabei. Das finde ich einfach toll. Das ist was ganz Besonderes, vor allen Dingen diese großen Bilder, die er ja nun in Belarusland ausgestellt hatte. Aber ich finde auch die kleinen Sachen, so als alter Greifswalder, da freue ich mich auch, dass ich diese Sachen hier auch sehen kann. Denn man vergisst das ja auch, ne? Die waren ja schon mal in der Ausstellung hier. Aber es ist eben schön, das wiederzusehen und man freut sich. Das gefällt mir sehr. Es ist ganz anders als bei uns. Das Arbeit, die Malereien,
In Holland malte man doch anders, aber es ist trotzdem sehr schön. Zu sehen ist die Ausstellung noch bis zum 4. März im Pommernhus, Knopfstraße 1.